So, das sind die Steine, die wir da heute rausgeholt haben. Das ist Raphael, den haben wir noch nicht rausgeholt. Und so tief sind wir jetzt. Und da, wo Raphael jetzt reinguckt, da geht es vielleicht ein bisschen weiter. Seit 1988 schon forschen wir hier im Gebiet am Mühlenberg. Und obwohl wir etliche Höhlen neu entdeckt haben, so der große Durchbruch, der war jetzt nicht dabei. Aus dieser ehemals handbreiten Spalte fördern wir über 5 Kubikmeter Fels und plötzlich blicken wir ins Schwarze. Ist das endlich der lang ersehnte Durchbruch? 15 Meter geht senkrecht in die Tiefe. Sei frei! Vor uns tut sich ein wahres Labyrinth aus Gängen und Spalten auf und jede Tour führt uns tiefer in den Berg, immer weiter ins Unbekannte. Es geht einfach überall weiter und uns wird bewusst, das ist die mit Abstand größte Entdeckung des Arbeitskreises. Und einer der größten Neuentdeckungen in der Geschichte Deutschlands. Viele hundert Meter weit im Berg tut sich vor uns eine gewaltige Halle auf. Und trotz der Größe ist der Windzug deutlich spürbar. Wir nennen sie den Palast der Winde. Halleluja! Wir glauben zu träumen, als wir weiter einem riesigen Gang folgen. Sind wir hier eigentlich noch im Bergischen Land oder in einer der Riesenhöhlen Frankreichs? Besser kann es nicht mehr werden. Oder doch? Der Gang wird immer enger. Die Kristalle dafür immer größer. Pass auf, du bist mit dem Helmberg an der Decke. Vorsichtig lotsen wir uns gegenseitig durch diesen Kristallparcours. Nee, du darfst jetzt gucken hier, du kannst hier nicht fliegen. Und die Füße unten lassen. Und was wir dann im Schein unserer Lampen erblicken, verschlecht uns den Atem. Wir nennen sie die Bäume des Glücks. Mehr geht nicht. Oh doch. Gleich einer Hydra hängt die vermutlich größte Kristallformation ihrer Art in Europa von der Decke herab. Eine sogenannte Eisenblüte. In einer der dicht besiedelsten Regionen Europas sind wir die ersten Menschen, die dieses Neuland betreten durften. Voller Ehrfurcht und Dankbarkeit verneigen wir uns vor diesem Wunder der Natur. Glück auf!